2018, Beauty Düsseldorf. Wir haben wieder tolle Themen, die uns begeistern werden. Und wisst ihr was? Heute geht es richtig, richtig los. Lasst uns mit dem Strom durch die Gegend laufen. Es geht immer weiter, dass man sich mit Düften auseinandersetzt. Wir hatten schon ein bisschen was über die Kräuterstempelmassage. Jetzt geht es um den Raumduft, den man nicht außer Acht lassen sollte. Auch eine nette Idee. Es gibt hier noch ganz viele Firmen, die auch was dazu haben, auch zu den ätherischen Ölen und Düften. Ich glaube, da solltet ihr euch auch mal umtun. Vielleicht auch mal selber fragen, wie riecht es eigentlich in meinem Studio? Oder eurem Kosmetiker oder Kosmetikerin mal sagen, du in deinem Studio könnte so ein frischer Duft auch nicht schaden.